Seit 28 Jahren rockt er gegen den Mainstream. Jazz Coleman, der Kopf von Killing Joke. Jetzt in Tracks. Ich war 91 schon mal hier. Kommt mal mit. 1991 habe ich hier gespielt. Und damals standen diese Gebäude noch nicht. Hier waren nur Felder und Ruinen. Das hat sich alles geändert. Er spielt Geige seit seinem 6. Lebensjahr. In seinem Gepäck ein Diplom in arabischer Musik und 4 Pässe. Der Schweizer, Tscheche, Neuseeländer und Brite Jazz Coleman ist ein Allround-Talent. Sein Meisterstück nannte er vor 28 Jahren Killing Joke, der tödliche Witz. Wir sind keine Stadionband, sondern eher so etwas wie der kleine Laden an der Ecke. Ein ganz kleiner Laden, den jeder kennt, weil er nur das Allerfeinste in seinem Sortiment führt. Fetter Sound und statische Beats. Mit ihrer ersten Single War Dance gehörten Killing Joke 1980 zu den Mitbegründern des Industrial Rock. Jazz wurde 1960 in London geboren. Sein britischer Vater war Geigenbauer, seine bengalische Mutter Ärztin. Und der multinationale Sohnemann steht noch heute auf Dezibel. Man muss sich in diese Zeit zurückversetzen. Damals spielten alle in einer Band. Du, ich, jeder hatte irgendwie seine Band. Am Freitag nahm man einen Song auf und am Montag drauf stand er schon im Plattenladen. Es ging nicht um Erfolg, sondern um den Spaß am Musikmachen. Das ist heute alles verloren gegangen. Und wir haben das. 3 Platten hat es gedauert, bis sich der einzigartige Sound von Killing Joke durchsetzte. 1985 schaffte es die Londoner Band sogar bis auf Platz 31 der britischen Charts. Ich werde mich immer daran erinnern, wie Killing Joke das erste Mal zusammen spielten. Das war einfach zum Schreien. Wir hatten gerade unsere Bude abgefackelt. Das Feuer war keine Absicht. Ich habe unsere Wohnung aus Versehen angezündet. Alles war abgebrannt. Aber ich hatte noch Zutritt zu einem Übungsraum in meiner Heimatstadt Cheltenham. Also mussten wir für unsere erste Probe nach Hause fahren. Wir hatten ein paar Ideen und spielten einfach drauf los. Es klang schrecklich, richtig übel. Ich und der Drummer Big Paul hörten auf zu spielen und gingen ins Pub. Dort trafen wir viele Freunde. Wir beschlossen, zu ihnen nach Hause zu gehen, um uns mit Haschisch zu bedröhnen. Danach gingen wir wieder in den Proberaum. Wir haben circa 12 Minuten gespielt. Und es war wie ein Tsunami. Dieser Moment hat uns für immer zusammengeschweißt. Der legendäre Radiomoderator der BBC, John Peel, spielt ihre erste Scheibe nonstop. Kurz darauf folgt die erste England-Tournee, zusammen mit einem düsteren Haufen namens Joy Division. Ich kann mich noch sehr gut an diese Tournee erinnern. Ich habe Ian Curtis noch kurz vor seinem Tod gesehen. Er war ein sehr ruhiger Typ, der nie etwas sagte. Er hielt immer die Hand eines sehr hübschen Mädchens, in das er anscheinend sehr verliebt war. Aber er war extrem introvertiert. Ich erinnere mich an unser letztes Konzert in High Wycombe, das wir zusammen mit Joy Division gaben.
Ich kam an ihrer Loge vorbei und warf einen Blick hinein. Alle drei saßen da und sagten nichts. Einfach so. In der Loge von Killing Joke dagegen waren alle gut drauf. Peter Hook, der Bassist von Joy Division, hing natürlich immer bei uns rum. 1982 ist Jazz Coleman davon überzeugt, dass der Weltuntergang unmittelbar bevorsteht. Er verlässt die Band auf dem Höhepunkt des Erfolges und zieht nach Island, um in mystische Sphären einzutauchen. Ich habe 21 Jahre lang Magie studiert. Hey, pisst da jemand? Diese verdammte Kaffeemaschine. Egal. Jedenfalls habe ich mich bis 1991 in einem Tempelorden intensiv mit Mystik befasst. Ich wollte wissen, wer wirklich diese Welt regiert. Es ist weder Monsieur Chirac noch einer dieser grässlichen Mr. Blairs. Es existiert dann noch eine andere Macht, die über allen anderen steht. Aus diesem Grund habe ich 15 Jahre lang das Schweizer Banksystem studiert. Das wissen die meisten aber nicht. Ich bin ein christlicher Priester. Ich kann dich verheiraten, begraben oder taufen. 2 Jahre lang habe ich Theologie studiert. Als ich dann Priester wurde, traf ich Dave Grohl zum ersten Mal. Ich trug mein Priestergewand und nahm ihm die Beichte ab. Wie du weißt, hatte er ja mit Nirvana unsere Musik geklaut. Also fragte ich ihn, willst du etwas beichten, mein Sohn? Der Bass kommt euch bekannt vor. Er stammt aus dem Killing Joke Hit 80s. 1991 ist er die Hookline von Nirvanas Calm As You Are. Ein Fall fürs Gericht, doch der Prozess kommt zu den Akten, als Kurt Cobain stirbt. Ich hatte ja keine Ahnung. Bevor ich und Dave Grohl Freunde wurden, konnte ich ja nicht wissen, dass ich Kurt Cobain ununterbrochen Killing Joke reinzog. Das ist genial. Aber das machen ja sowieso die meisten Bands. Und weißt du was? Ich bin am Leben und der ist tot. Also was soll's? The reason is there.